Umstritten ist derzeit nicht nur die US-Außenpolitik, auch das Verhalten mancher US-Politiker im eigenen Land, und zwar was den Umgang mit Kolleginnen angeht. Nach dem demokratischen Abgeordneten John Coyers gaben jetzt zwei weitere US-Politiker nach Vorwürfen von sexueller Belästigung ihren Rücktritt bekannt. $5 Millionen für eine Leihmutterschaft soll der Republikaner Trent Franks zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen geboten haben. Diese hätten das Angebot jedoch als Aufforderung zu sexuellen Handlungen verstanden. Frank weist diese Vorwürfe zurück. Seine Frau und er hätten bereits einmal mit Hilfe einer Leihmutter Kinder gehabt. Nun war das Paar für weitere Kinder wieder auf der Suche. Jetzt hat die Ethikkommission des Repräsentantenhauses eine Untersuchung eingeleitet. Das sei auch der Grund für seinen Rücktritt. Nur wenige Stunden zuvor war auch der demokratische Senator Al Franken zurückgetreten. Mindestens 7 Frauen berichten von sexuellen Übergriffen des Politikers. Er betont, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es ist schon ironisch, dass ich gehe, während ein Mann, der vor laufender Kamera mit sexuellen Übergriffen prahlt, im Oval Office sitzt. Franken galt als großer Hoffnungsträger innerhalb der Partei und möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2020.